Herzlich willkommen zu Stella Blade. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wow, was für eine Aussicht. Wie es wohl vor dem Krieg hier ausgesehen hat. Stark bebaut jedenfalls. Nun, es gab wohl intakte Gebäude, wohlgepflegte Pflanzen und lebende Menschen. Das war's. Dir mangelt es an Fantasie. Andererseits, du warst noch nie hier. Du etwa? Stell dir belebte Straßen, reine Luft und überall lächelnde Menschen vor. Das hört sich sehr unrealistisch an. Hast du sowas überhaupt schon einmal gesehen, Adam? Ja, vor langer Zeit. Wie ist das möglich? Wie alt ist dieser Krieg? Aber hier haben sich Leute auf alle Fälle schon mal nett gemacht. Eve, können wir aufbrechen? Ich hab mir versucht vorzustellen, dass du es hingesetzt. Wie nice. War nicht so einfach. Gehen wir. Ach, der Schirmständer. Dieser Kleidungsständer da. Wow. Irgendwer hat hier auch eine Absperrung hingestellt. Ist so komisch. Es wirkt so, als ob es schon viele Generationen gab, die nach der Zerstörung hier gelebt haben. Voll weird, ne? Also irgendwer hat sich hier so eine Base gemacht gehabt. Nur noch eine. Und zwar nachdem das Gebäude zerstört wurde. Naja, irgendwer muss ja auch die Kisten hier aufgestellt haben. Okay, da unten ist auch noch eine Kiste. Brauche noch eine Schlüsselkarte. Hier geht's nicht lang. Ist jetzt auch echt die Frage, gibt es nur einen Alpha Nativa? Oder Nativa? Oder mehrere? Frage von Legionär 212. Nativa kennt keine Angst. Aber ist Angst nicht eine Konsequenz der Eigenwahrnehmung? Heißt es etwa, dass sie nicht lebendig sind? Woher kommen die Nativa? Warum greifen sie Menschen an? Scheint fast so, als würden sie Befehle befolgen. Ja, ne? Wirkt so, als würden sie Jagd machen. Als würden sie einfach... Der einzige Sinn, warum sie da sind, ist, Menschen zu jagen, ne? Weil sie, also, sie greifen sich ja nicht gegenseitig an. Es ist jetzt nicht, dass sie so stumpf aggressiv sind und gehen auf... Oh, Mann, okay. Komm. Okay, jetzt. Immerhin. Also, das gibt es ja in vielen Spielen, dass man das Runterfallen nicht als Sterben zählt. Mann! Ich dachte, man kann hier einfach die... Aber man verliert offensichtlich doch minimal Leben. Verliert man auch Ressourcen, wenn man runterfällt? Und warum kann man mit dem Fahrstuhl nicht nur eine Ebene fahren? Müssen wir die anderen jetzt so hoch oder können wir da nicht hin? Sollen wir da nicht hin? Müssen wir da nicht hin? Ach, da wartet jemand auf uns. Die scheinen ja wirklich nichts anderes zu tun zu haben als Mädels klatschen. So. Und dann haben die noch irgendwie Geld dabei? Keine Ahnung. Ist das Essensgeld? Aber sie scheinen Menschen zu töten, aber nicht zu fressen, oder? Weil es sind ja, liegen ja hier, die Leute, die hier rumliegen, sind ja nicht verstümmelt oder irgendwas. Die sind einfach nur getötet und liegen dann hier rum. Zur anderen Seite kommen. Komisch. Wir könnten mit den Kranen eine Brücke bauen. Immerhin haben wir das jetzt auch geklärt, warum wir überhaupt zu den Kranen müssen. Müssen eine Brücke bauen. Na dann. Jetzt können wir hier hoch und was nutzt uns das?
können uns hier mal ein bisschen umgucken. Da hinten ist ordentlich viel los in dem Gebäude. Wahrscheinlich müssen wir genau dahin. Okay. So. Na? Wir sind auch wieder da. Dann gucken wir uns das hier mal ab. Extra wieder die ganze Zeit gewartet. So eine Spezialität von denen, oder? Sich zu verstecken und aus dem Hinterhalt dann heimtückisch anzugreifen. Er erschreckt mich jedes Mal. So doof. Okay, Wäschebox machen wir jetzt nicht auf. So. Hier ist einer von den Großen. So ein anderer, so einer ohne Schild. So. Da steht was. Was ist das? Wie kriegen wir das? Hä? Wieso blinkt das? Mache dein Leben lebenswerter. Was ist das denn? Was ist das? Es scheint nicht nützlich zu sein, aber sieht interessant aus. Ich sehe mir das später an. Okay. Dosen sammeln. Wenn du verschiedene Orte auf der ganzen Welt erkundest, kannst du versteckte Dosen finden. Cool. Sind wir jetzt schon an 20 Dosen vorbeigerannt? Witzig. Okay. Das schreit doch danach, dass man nochmal in einem weiteren Durchlauf für eine Trophäe wahrscheinlich alle Dosen sammeln muss. Das wäre aber wieder so ein schönes Ding, was ich dann, wenn man nicht zufällig eh alle finden, jetzt im Let's Play, was ich dann auf Twitch in Ruhe... Okay, reicht das schon? Nee, natürlich nicht. Mist. Auf Twitch in Ruhe mache. Also das wäre zum Beispiel so ein typisches Ding dann. Kennt ihr Mafia, das Spiel? Da war das auch so ein ätzendes Sammeln am Ende. So, am besten noch mal ein bisschen rüber. Genau. Und? Ja. So, die Gegner weisen den Weg. Das ist wieder so ein anderer. Nochmal eine Vesperdose. Und damit haben wir die letzte Kiste mit der letzten Zugangskarte. Gut. Steck sie in die Steuertafel. Wenn du das sagst, nichts ist uns lieber. Hier geht's lang. Kommen wir wieder zurück. Oder? Ich glaube, besser direkt dran springen. Ja. Hier zurück. Irgendwie sind wir, glaube ich, dann... Waren wir da schon? Upsi. Das tat weh. Es hätte auch ruhig mal eine Trophäe geben können. Wenn wir hier mit einem Lebenspunkt unten ankommen. Der ist schon besetzt. Mist. Und. Aua. Das
immer der Moment, wenn unser Hintern exakt in die Kamera guckt und reinhängt. Da weiß man schon, schlechte Idee. So. Oh, das ist ein... Eve, wir brauchen Module zum Upgraden der Drohne. Eve, wir brauchen Module zum Upgraden der Drohne. Ja, die Frage ist nur eher, wie kriegen wir das Ding auf? Fest verschlossen. Aber das Hacking-Gerät sollte das im Handumdrehen schaffen. Was für ein Hacking-Gerät? Hast du eins? Ist das zufällig bei diesem Menschen hier hinten? Kommen wir da jetzt überhaupt hin? Kommen wir da oben durch? Gehen wir mal hier durch. Boah, hier ist schon wieder so voll. Aber dann können wir vielleicht zu dem Menschen. Kämpf, kämpf, kämpf. Na komm schon. So. Ist nicht nur, dass es mit anderthalb Lebenspunkten macht es gleich doppelt so viel Spaß. Aber wir entgeben den Tod mal. Und wo müssen wir jetzt hin? Hier. Was heißt hier im Kampf? Ach nee. Können wir nicht irgendwie so Schattenmimik oder sowas? Na komm schon. Aha. Also aus dem Kampf fliehen geht nicht so richtig. Scheiße. Die werden uns jetzt auseinandernehmen. Ist das der letzte gewesen? Wo ist denn der andere? Wir sind doch bei dem einen abgehauen. Wo ist der hin? Das ist aber nicht. Naja, dann bringen wir uns um. Hä? Kommen wir denn jetzt aus dem Kampf? Außer zu sterben. Scheiße. Ach Mann. Ich glaube, das war er. Kann das sein? Oder? Ey, ich bin verwirrt. Scheiße. Naja, jetzt sind wir trotzdem hier. Adam, ich habe da eine Frage. Welche denn? Die Hyperzelle. Wenn sie die Halle der Aufzeichnungen bis jetzt betrieben hat, muss sie eine riesige Energiequelle sein. Ja, dagegen ist selbst eine Fusionszelle nichts. Und wofür brauchst du dann diese ganze Energie? Oh, nun, das ist eine längere Geschichte. Ich werde dir mehr erklären, wenn wir dafür Zeit haben. Okay. Verstanden. Laut und deutlich. Kann ich noch ein bisschen von dem Eintopf haben? Ist ja schon witzig. So, dann lass uns mal den Kran betätigen. Cool. Also es gibt drei Kameras. Und was genau sollen wir jetzt tun? Hä? Was? Wo genau? Also... Okay, wir können beide bedienen. Können zwei Krane bedienen. Können die Höhe ändern. Also ich schätze mal, den einen möglichst tief, dass wir von unten rankommen. Und den anderen dann so, dass wir... Genau, jetzt können wir darüber. Aber das passt doch jetzt eigentlich schon, oder? Ich check's nicht. Ah, nee. Ja, aber... Das müsste doch jetzt eigentlich schon... Gehen wir dahin, wo du's abgestellt hast. ...reichen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen...
Oder müssen wir... Wir verbarrikadieren die jetzt mal so, dass sie sich nicht weiter bewegen können. Wir machen die jetzt einfach mal kaputt. Ja. Scheiße. Was? Hä? Ja. Also das ist jetzt eine echte Herausforderung. Okay. So. Jetzt haben wir das zumindest schon mal so wieder. Das sind zwei Stück. Warum sind das zwei? Müssen wir den hier... Müssen wir davon da oben? Darüber? Und dass wir dann so die... Ja, aber wir können ja den schlecht rüber auf die andere Seite. Aber dass wir den daneben machen, dass wir darüber springen können. Mist, jetzt machen wir den mit runter. Mist, der hängt. Scheiße. Bisschen daneben. Reicht das jetzt? Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie vielleicht eine Trophäe für besonders hübsch? Oder so? Okay. Da müssen wir auf alle Fälle hin. So. Jetzt können wir hier hoch. Darüber. Und dann beten, dass es reicht. Gerade so. Okay, aber so kommen wir wahrscheinlich nie wieder zurück. Toll. Okay. Ah, da ist ein Lager. Sehen wir noch was? Aber wir können ja mittels Schnellreise reisen. Wir müssen ja nicht. Super. City Underground Sector. Okay. Wir finden den Alpha, sobald wir hier raus sind. Dann können wir hier ein Lager aktivieren und müssen nie wieder über diesen Kran. So. Obwohl, das war kein Schnellreiselager, ne? Naja, egal. Wir finden schon eins. Und jetzt hier soll dieser Alpha-Native-Bar sein. Hier ist nochmal so einer. Was heißt denn lila? Habt ihr das gesehen? Der hat irgendwie gerade lila, aber ich dachte blau und gelb. Und was ist... wo kommt der denn her? Wieder so ein... Die können schießen, ne? Scheiße, da kommen noch mehr. Nein, nein! Hör auf. Gott, da hinten hat... Der hat uns auch schon gesehen. Hör auf zu spucken. So. Der hat gar keine Taubenanzeige. Okay. Der scheint zu klein. Warten wir mal, bis er sich aufgelöst hat. So, wir sammeln weiter ein. Ich glaube, hier ist Ende Gelände. Oder? Müssen wir, glaube ich, zurück. Ah, fast übersehen. Erinnerung von Legionär 220. Auf dem Weg zum Abschnitt 59 habe ich gesehen, was da vom Himmel fiel. Es war keine Orbitalexplosion. Tatsächlich wünschte ich mir, ich hätte es nie zu Gesicht bekommen. Nun ist mir klar, dass es für dieses Land keinerlei Hoffnung mehr gibt. Hä? Was ist da denn passiert? Krass. Irgendwas. Keine Orbitalexplosion. Was denn dann? Was denn da? Nee, was denn dann? So rum. Aber erstmal machen wir das kurz. Hoch, runter. Zack, 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 zack. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ich bezweifle, dass das hier der einzige ist. So. Wo sind die anderen? Ha! Wo kommt der jetzt schon wieder her? Hä?
Was schleicht er sich denn von hinten an? Versteh es nicht. Okay, hier ist zu. Da war auch einer dahinter. Dann geht's wohl weiter runter. Hier ist auch zu. Ah, das ist wieder so ein Ding. Was da drin ist. Bin ich ja gespannt. Vielleicht auch wieder so ein Trinksystem. Und hau ab. Ah, Mist. Trinksystemerweiterungsmodul. Cool. Jetzt haben wir schon 2 von 3. Und wir tauchen hier mal so ein bisschen näher ran. So. Wunsch von Legionär 498. Er hat mich gefragt, ob ich an Motherfield glaube. Ich habe Nein gesagt. Er meinte, es wäre weniger schmerzhaft, wenn ich an etwas glauben würde. In meinen Gedanken antworte ich die einzige Person. Ha. Ja, das ist echt so eine Sache. Die machen da so eine Art Religion draus, ne? Und dabei ist das irgendwie so eine KI eigentlich. Ist das dann so eine Art Zugeständnis oder so ein, ich glaube daran, ich bin mit dabei quasi, ich unterstütze das Ganze voll und ganz, oder ist es so, der liegt da die Betonung eher auf den Zweiflern? Nach dem Motto, er stürzt ein! Was? Wieso das denn? Wieso stürzt? Meinst du, du schaffst es hier runter? Okay, dann schauen wir mal, was der uns zu sagen hat. Beschwerde des Legionärs 248. Das 7. Lager wurde fertiggestellt, es ist das letzte. Okay. Der wartet schon auf uns. Ich hoffe, wir kommen zu dir. Ja. Hier können wir hoch. Und jetzt? Okay, wir können um die Ecke. Ha, wir können um die Ecke. Jetzt können wir hier hochspringen. Hier rum. Okay, wir haben einen Menschen gefunden. Und einen Beta-Kern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da noch irgendwelche Erinnerungen und Geschichten zu gibt, aber diesmal offensichtlich nicht. Okay. Überfall, alles klar. Bedauern des Enttäuschten. Die Nativas haben die Erde zerstört. Jeder Landetrupp, der uns retten wollte, konnte diese Bestie nichts entgegenbringen. Sie hat uns über Jahrzehnte im Stich gelassen und schickte so lächerliche Soldaten. Mother Sphere Allmacht bedeutet in dieser Welt nichts. Meine Erinnerung wird nicht fortbestehen. Okay. Das scheint auch einer. Keine Ahnung, ist das einer von der Legion gewesen? Und die haben sich wahrscheinlich Verstärkung von der Kolonie erhofft? Lass uns hier kurz Pause machen. Hallo? Wir müssen ja erstmal das Ding gerade hier, ne? Wir haben gerade keine Zeit für Pause. Außer es erledigt uns. Dann haben wir viel Zeit für Pause. Ah, er hat ein Lager gefunden. Na dann.
Ach, weiß nicht. Dann sind irgendwie alle Viecher wieder da. Irgendwie auch blöd. Aber obwohl, da wir eh jetzt wieder weiter voranschreiten, ist es quasi auch egal. Wir müssen das Ventil öffnen, damit Wasser fließt. Mhm. Okay, wir machen erstmal die hier. Ehe die uns gleich in den Rücken fallen. Der spuckt natürlich und der auch. Toll. Scheiße. Mann! Okay. Wir haben auf alle Fälle irgendwas von Insekten, oder? Habt ihr das gesehen? Bei dem ging gerade irgendwie so ein Arm raus. So. So, Omnibolzen. Okay. Tempobeschleunigung. So. Gebet von Legionär 268. Es scheint, als wäre das Netzwerk komplett abgeschaltet. Ich habe bereits versucht, die Verbindung wiederherzustellen, aber nichts will funktionieren. Mein Kopf fühlt sich so leer an. Wo ist Mother Sphere? Das ist er. Unser Schlüssel. Ah, okay. Okay, also eine alles umspannende KI-Sache, ne? Ist wie so eine riesen Cloud. So, da bist du wieder. Mann, Mann, Mann. Also BE habe ich noch nicht ganz kapiert. Die füllen sich auf und dann brauche ich die BE für bestimmte Sonderattacken. Kann sein, dass ich die mal nehme. Und mal funktioniert mal nicht. Okay. So, hier können wir uns runterlassen. Hier ist noch so einer. Können die mit der Zeit ihre Arme ausklappen? Oder erst, wenn sie sterben. So, die sammeln wir ein. Okay, dann den Soldaten noch. Er hat irgendwie keine Beine mehr, kann das sein? Hm. Okay, also vielleicht sollten wir doch in die Richtung skillen, dass wir mehrere Gegner mit einmal... Scheiße. Ach Mann. Oh nein. Ey. Okay. Jetzt ist mal ein Schluck. Puh. So. Aber wie? Wieso ist der Native Alpha? Wieso verkriecht er sich hier irgendwo? Hat das einen Grund? Wir rennen hier einfach mal vorbei. Und erwischen den hier nochmal. Und natürlich noch die anderen. Mann, das ist echt richtig doof. Die können ordentlich Schaden machen. Oh, schon wieder. Scheiße. Also, ist nicht so mein Tag. Eve, ist nicht so dein Tag. Wir Retterin der Menschheit, wir sind die ganze Zeit nur am Verrecken. So, und nochmal. Einmal runter. Mögt ihr das Outfit? Okay. Den lassen wir diesmal nicht aufstehen. So, die sind stärker wie gedacht. Diese Scheißviecher hier. Drei Stück ist natürlich auch schon echt eine Hausnummer, ne? Okay. So, dann gucken wir uns den hier nochmal an. Okay, der hat nur SP. Was ist SP? Woher weiß der, wo der Alpha ist? Auch eigenartig. So. Und wie kommen wir hier hoch? Was ist das für eine... Ach, wir benutzen irgendwie unser Schwert dafür, ne? Oh
Okay, blau, sehr gut. Aber wir haben zweimal sehr gut gekontert. Ja. Okay. So, jetzt haben wir das Wasser angeschaltet. Was passiert jetzt? Das sind das Fische? Sieht so ein bisschen aus. Noch nicht genug Wasser. Warte. Tauche mal und öffne ein anderes Ventil. Na toll. Ja, das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Ja, Adam. Unser Held. Toll. Es gibt so ein schönes Gefühl, wenn man hoch... Ich finde, wenn man wieder an die Wasseroberfläche kommt, ist dann plötzlich so hell ist alles. So, okay, da können wir durch. Hier gibt's Fische. Also offensichtlich scheinen die keine anderen Lebewesen anzugreifen als Menschen. Ach, das ist der Schlüssel. Tja, ist ja echt ein Ding. Krass. Fast so, als hätte ihn hier jemand platziert. Woher wusstest du das? Mann, alles so. Das weiß ich natürlich nicht. Mir ist schon klar, das muss ja schaffbar sein. Zu viel Realismus ist auch kacke, ja. Weil dann ist so ein Schlüssel mitunter einfach weg. Oder vernichtet oder so. Okay, schauen, was es jetzt gibt. SP. Okay. Ist genug Wasser. Das sollte reichen. Wenn du zum Anfang zurückkehrst, kommst du raus. Wir wollen doch eigentlich gar nicht raus, oder? Meinte der, wenn wir die Begegnung mit den Alpha überlebt haben. Also, ist ja gut, dass er so zuversichtlich ist, ja, aber... Hier lang. Okay. Ich denke immer auch, dass es so ein Angriff ist, diese blauen Lichter, aber... Nee, alles gut. Okay. Rechts ist der Ausgang. Gleich geschafft. Okay, wir drücken mal auf... Nee, da geht nichts. Okay, also wir sind also hier nur durch, weil wir auf dem Weg zum Alpha sind. Okay, deswegen müssen wir hier zum Ausgang. Okay. Oder was haben wir hier gemacht? Ah, cool, cool. Das ist ein anderer. Okay, der ist gelb. Offensichtlich muss der irgendwas anderes in sich haben. Da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Drohnen-Upgrade-Modul. Okay. Und? Drohnen nochmal. Okay. Endlich sind wir draußen. Siehst du den Krater dort drüben? Das ist das Gebiet des Alpha Natibas. Warum ist hier eine Abwurfkapsel? Sie liegt schon seit einiger Zeit hier. Dadurch ist dieser Krater einst entstanden. Warte, die ist vom 5. Landetrupp. Sehen wir uns das genauer an. Also das scheinen wir zu wissen. Wir sind nicht völlig unwissend. Krater. Wir sind nicht völlig unwissend. Also wir wissen, dass es verschiedene Landetrupps gab. Okay, da oben. Cool. Da oben ist eine Base. Dann untersuchen wir den Knaben hier erst nochmal. Erinnerung von Legionär 274 Elite-Einheit Athena wurde ausgelöscht. Die zerfetzten Leichen deuten auf das Wrack eines einzelnen Natibas hin. Werk. Okay. Zerfetzten Leichen. Ist dann Athena praktisch vor uns gewesen? Vielleicht geht das nach Alphabet. Athena war die erste. Dann gab es irgendwas mit Beta. Und wir sind Eve, E. Wie auch immer. Wir haben uns einen neuen Reisepunkt gesichert. Und
Aufprallverbesserungen. Okay. Und auch noch mal ein bisschen reparieren. Haben wir nicht. Können wir. Cool. Modifikationszocker Erweiterungsstufe 1. Omnibolzen. Modifikationssockel. War da jetzt ein Sockel mehr? Erhöht die Angriffskammer da genug? Das sieht so aus. Das haben wir ausgerüstet. Jetzt neue Sockel freigeschalten, einen zweiten, und können dann eine zweite Modifikation einsetzen. 6% zusätzliche Beta-Energie. Das ist diese BE. Beta-Energie. Angriffstempo 10. Ja, klar. Logisch. Und wir nehmen... Die können wir noch nicht. Okay. Bereite Scan vor. So, begib dich zur Position des Alpha Nativa. Ist es wirklich so, wie es scheint? Ich bin mega gespannt, was das jetzt gibt. Was erwartet uns hier? Mal sehen, was wir hier haben. Moment. Ich höre da etwas. Was? Ich über dir! Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ein kleines Geheimnis für euch. In meiner Freizeit lese ich zurzeit Dune.